Hallo zurück, ihr absoluten Legenden. Für den ersten Clip befindet sich unser JBW bei den Nachbarn in den Niederlanden an der Ampel. Der LKW vor uns wird die Kurve nicht ganz kriegen, doch der Schaden, der bleibt dann leider bei uns hängen. Ignorieren wir an dieser Stelle mal, was der LKW da im Gegenverkehr nun zu suchen hat und fragen uns, wieso haut der Audi ab? Und zwar ordentlich schnell. Hier endet der Clip, aber die Geschichte noch nicht so ganz. Unser Einsender konnte den Audi nun an einer sicheren Stelle anhalten und beide haben sich dann das Unglück an unserem Fahrzeug mal angeschaut. JBW schreibt aber selber, dass er aufgrund der Situation doch sehr aufgeregt war und leider völlig vergessen hatte, den Ausweis des Unfallgegners abzufotografieren. Denn es kommt, wie es kommen musste. An Ort und Stelle konnten nämlich beide nichts feststellen. Aber später, in Ruhe zu Hause, da fielen dann die ersten Kratzer auf. Jetzt wird das Ganze deutlich komplizierter und bei einem so geringen Schaden dann leider auch nicht so wirklich lohnenswert. Daher die Info vom JBW an euch. Bleibt ruhig. Auch wenn nichts direkt erkenntlich ist, immer nach dem Ausweis fragen und sonst auf jeden Fall direkt die Polizei. Das sollte man sowieso generell eigentlich immer tun. Naja, ist eine wichtige Lektion, die wir hier leider lernen mussten jetzt, und auf dem Schaden bleibt dann der JBW selber sitzen. Doch nun kommt es zu einem Mysterium. Was glaubt ihr, könnte das sein? Unser Einsender konnte sich überhaupt keinen Reim drauf machen, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Und nein, es sind keine Flecken auf der Windschutzscheibe, das erkennt man hier ganz gut. So, wie war die Regel an der roten Ampel doch gleich? Genau, gut gucken und dann losfahren. Leute, bitte, erzieht dahingehend eure Kinder am besten einfach dadurch, dass ihr es im Straßenverkehr denen korrekt vorlebt, so wie in diesem Clip. Wunderbar, so lernen es die Kleinen dann direkt von Anfang an richtig. Wichtig ist es auch, innerorts jede Möglichkeit zum Überholen zu nutzen, die sich einem bietet. Man kann es dann ja auch jederzeit wieder einfach abbrechen. Denn sonst muss man warten, bis man es auf der Landstraße kann, wo, wie ja jedem bekannt, es viel gefährlicher ist als innerorts. So wie in diesem Clip. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Alle beide. So, kommt den zweiten auch noch. Jawoll. Persönlich getroffen. Solche Freunde. Ja, Gegenverkehr. Als das allererste Mal ein Bild. Da vorne ist noch ein Traktor, ist noch ein vierter. Die spinnen doch alle. Da hat meine Mutter tatsächlich gesagt. Nee, so vor einer Kuppe über die Sperrfläche ist echt nicht so eine richtig gute Idee. Aber es gibt dann immer noch so einen, der kann es dann einfach am allerbesten. Motorrad, guck, guck! Also, unfassbar, und der Nächste! In der Kurve! Nee, ich erinnere mich schon dran. Also, ich so, ehrlich jetzt, okay. Und dachte irgendwie, und dann irgendwann ruft meine Mutter an. Also, und sagt, du. Das ist wirklich so krank und unbelehrbar. Genau wegen solcher Typen habe ich mit YouTube angefangen. Genau wegen dir. Das könnte ich immer wieder und wieder und wieder laufen lassen. So was Irres. Da ist es echt nur eine Frage der Zeit, bis der dann mal seinen Lappen verliert. Ja, und zu Fuß über die Landstraße laufen darf. Ja, da ist es schon passiert. Ja, und dieser Paketbote hat heute wohl seinen letzten Arbeitstag und zelebriert dieses dann angemessen.
Das ist Bensheim. Das war natürlich nur ein Witz, Leute. Eigentlich ist das eine neue Technologie der Paketboten, mit welcher diese per Saugsystem die LKW vollladen. Da habe ich euch gut verarscht, ne? Das Video lief rückwärts. Ja, immer wieder erfrischend zu sehen, dass unsere Nachbarn auch keine Abstände einhalten können. Egal ob nach vorne oder nach hinten. Und genau die gleiche Situation durfte ich gerade erst erleben. Aber kann ich schon verstehen. Wenn die den Wagen zu spät zurückbringen, dann kostet es gleich wieder einen ganzen Tag. Da muss man sich auch nicht so ganz an die Verkehrsregeln halten, wie wir andere Dumme. Und da kann man dann auch die Sicherheitsabstände mal unterschreiten. Total nachvollziehbar. Und wo wir gerade beim Thema Porsche waren, unsere Stefanie kann wohl hell sehen. Wetten? Ich hab's gewusst. Tatsächlich, man erkennt die üblichen Verdächtigen manchmal einfach schon an der Fahrweise. Hilft natürlich immer dabei, sich dann auch selbst zu schützen und einfach Abstand zu halten. Doch manchmal passieren einem Dinge, die glaubt man gar nicht, wenn man keine Cam an Bord hätte. So wie das hier. Wir fahren nichtsahnd die Landstraße herunter, bis uns ein wunderschöner C63 entgegenkommt. Schaut mal. Und so reicht eine einzige Sekunde und man hätte selber tot sein können. Alter! Prima. So ein Vollidiot! Ja. Guckt euch das bitte noch einmal an. Der LKW blinkt links rüber, aber nicht mal von der wenigstens linken Spur, sondern auch noch von der rechten, überfährt dabei nicht nur seine eigene linke, sondern auch noch die doppelt durchgezogene und ignoriert uns im Gegenverkehr. Nach so einer Aktion wäre ich, glaube ich, nicht weitergefahren, sondern wäre mit auf die Tankstelle abgebogen und hätte dem Fahrer mindestens nochmal meine Dashcam-Aufnahme gezeigt. Dem ist doch gar nicht bewusst, was der da gerade hätte auslösen können, oder? Oh, und wenn es dann zu Unstimmigkeiten kommt, auch direkt die Polizei informieren. Die sollen dann doch bitte mal nach der Fahrtüchtigkeit des Fahrers schauen. Also sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Boah, aber so können wir das nicht beenden. Schadenfreude ist dann doch bekanntermaßen die schönste Freude, oder? Ja, in diesem Sinne... Bitte, bitte bleibt wachsam und haltet von all diesem Wahnsinn Abstand, aber vor allem Dashcam immer an. Und bis nächste Woche, ne? Euer Julius.